Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Dark Souls Teil 2. Wir haben die Königsrüstung erlangt. Und da schauen wir doch gleich mal nach, was bringt die Königskrone. Vielleicht ist es aber auch bei der so, Krone von König Vendrick, dem König von Drangleic. Wie wird man König? Einige sagen durch Geburt, andere sagen durch Schicksal. Vielleicht ist es aber auch belanglos, solange der König sein Volk zu sein einem vermag. Schön, schön. Das Königskrone, oh, die wiegt aber viel. Alter. Eigentlich ist es wurscht, was ich anziehe. Knochenkrone ist natürlich noch schöner. Ja komm, ich lasse die Knochenkrone auf. Hab mich richtig verliebt in das Ding. So. Die Königsrüstung. Nett. Dann noch die Königshose. Königsgamaschen sogar heißen die. Alter. Schaut cool aus. Haben jetzt die Handschuhe natürlich nicht dazu an, aber ist schön das Teil. Der Umhang gefällt mir halt. Das hat schon was. So, von der Rüstung her ist er jetzt natürlich nicht so gut. Und auch nicht so gut wie das Ding. Aber die Königsgamaschen? Nee, ich brauche die Gamaschen hier. Aber ich lasse mal alles, wie es gerade so ist, damit ich schnell laufen kann. Mich schnell bewegen. So, dann haben wir das schon mal weg. Und jetzt darf ich, Leute, jetzt darf ich wieder zu Straits Zelle und zu Ornifex. Weil irgendwas kriege ich. Ich weiß nicht mehr was, aber irgendwas kriege ich. Oh Mann, jetzt gebe ich erstmal wieder 2 Millionen Seelen aus. Wie immer. Eigentlich müsste ich die Rüstung vom Schmelzerdämon komplett aufwerten. Weil die gibt mir halt am meisten Bonus, ne? Und ich brauche eigentlich 50 Wille und 50 Int, damit ich die Drachenglocke benutzen kann. Da hatte Daniel schon recht, die ist besser, die skaliert höher. So, handeln. Okay, von dir kriege ich gar nichts, ey. Du bist echt so ein Halsabschneider. Der Wahnsinn. Habe ich jetzt alles hier? Okay. Nein, ich lasse dich noch am Leben. Man weiß ja nie, was nämlich noch die Seele vom uralten Drachen bringt. Und ich glaube, die Quest mit Paid und so habe ich vermasselt. Schaut ein bisschen komisch aus ohne Helm. Von vorne schaut es ganz okay aus, aber von hinten... so ein kleiner Kopf. So ein klitzekleiner Kopf. Ja, so muss das funktionieren. In einem Rutsch. Einmal zumachen, bitte. Auf Wiedersehen. Tschüss. So. Nee, nicht kaufen. Handeln. Dingens. Alter, was ist das denn? Ultra-Großschwert des Königs? Ein aus der Seele von König Vendrick gefertigtes Ultragroßschwert fügt feindlicher Panzerung schweren Schaden zu. Nur der König weiß, ob es sich bei der Darstellung der Königin um grollenden Hohn oder liebvolle Überhöhung handelt. Aha. Dann das Herrscherschwert, Großschwert von Vendrick, dem König von Drangleic. Die Kraft dieses Schwertes hängt von der Anzahl der von seinem Benutzer beherrschten Seelen ab. Aha. Wow. Ein Fragment der Finsternis wurde, nachdem es menschliche Form angenommen hatte, von des Königs Seele ergriffen. Seiner Sehnsucht folgend gierte es nach Seelen, um sich der Kraft der Riesen anzueignen. Nett. Königsschild. Oh, 80, 85 Feuerresistenz. Schild von Vendrick, dem König von Drangleic. Ein Fragment der Finsternis wurde, nachdem es menschliche Form angenommen hatte, von des Königs Seele ergriffen. Seiner Sehnsucht folgend gierte es nach Seelen, um sich der Kraft der Riesen anzueignen. Alter, das Ding ist schon geil. 50 Stärke. Ich werde mir den Schild nehmen. Ja, den Schild. Ich lasse natürlich alle am Leben. Ornifex und so lasse ich am Leben. Ich müsste jetzt meine Rüstung eigentlich mit dem höchsten Feuerschutz anziehen. Denn wir müssen den Drachen machen. Wir müssen unbedingt diesen verdammten Drachen machen.
Aber erstmal auf nach Majula. Waffen verstärken und so. Rüstung, ganz wichtig. Da fällt mir gerade ein, ich habe noch ein Gebiet vergessen. Ja, es ist ein Let's Play und ich möchte gerne alles tun. Oder so viel wie möglich. Und da ich jetzt gerade dran gedacht habe, werde ich das auch tun. So, da müssen wir hier hinunter. Bäh. Da kann ich mir ja gleich mal die Hose hier anziehen. Diese Flugkatzenstiefel. Verringert den Fallschaden. Dürfte ich sogar überleben jetzt, wenn ich da runterspringe. Auch noch auf die falsche Seite. Ist nicht wahr. Och nö. Jetzt darf ich ja mal zurück. Klasse. So ein Schwachsinn. Hat nicht so geklappt, wie ich mir das durchgedacht hatte. So, auf ein neues. Aua. Du Sau. Alter, jetzt geht's mir auf die Nerven. Komm. Ich muss nur gucken, wo ich hinspringen darf. Alter. Boah. Sonst geht's dem Ding gut, oder? Alter. Alter, Alter, Alter. Ja, wie zum Henker. Komm schon, lauf, 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 lauf. Wie schnell sich das Ding auch drehen kann. Alter, jetzt gehst du mir auf die Nerven. Hast du viel Leben? Schön im Kreis mitbewegen. Gott sei Dank. Was sind noch mehr von den Dingern? Ist ja ekelhaft. Aber erstmal die Items hier. Moment, warte mal. Die Kiste ist doch bestimmt böse, oder? Nee, ist ja nicht okay. Gut, gut, gut. Und hier kriege ich Flammenquarzring plus 1. Ja, okay. Ich habe jetzt den plus 2 ja schon. Große Seele eines stolzen Ritters, nett. Nett, nett. Falkenring. Was? Was ist das denn? Keine Ahnung. Warte mal. Hier habe ich gerade gesehen, und zwar der Ring des Wissens. Auf 52? Alter, Alter, Alter. Blausteinring, Südens, bla 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 bla. Falknerring. Oder was habe ich da bekommen? Doch, Falkenring. Erhöht die Reichweite von Pfeilen. Nett. Ich muss jetzt bloß gucken, dass ich dieses Ding hier tot kriege. Wenn das sich jetzt in meine Richtung dreht, bin ich am AAA. Aber ich glaube, wenn ich das so lasse, bin ich leider zu weit weg für. Ach komm. Kann nicht wahr sein, ey. Oh nein, das ist nicht gut. Bläh. Feuerdrakenstein, cool. Das ist gefährlich, ey, das Vieh. Kannst du hier hochspucken? Alter, ist doch nicht normal. Gefährlich. Echt gefährlich, Leute. Aber ich hätte vielleicht von da runterspringen können. Sag ich doch. Geht doch. Alter, der Boden schaut nicht gerade nett aus. Und da brennt er auch noch. Och nö. Tut das weh? Alter, da ist so ein Ding. Okay, einmal richtig draufhauen.
und weglaufen. Weglaufen. Oh oh. Oh 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 oh. Gefährlich. Okay, okay, okay. Ich muss einfach zaubern. Einfach zaubern. Zaubern geht immer. Dass man das Ding auch so gut hier übersehen kann. Uäh. Ich bin gar nicht da. Nein, nein. Das Ding schießt halt zu schnell. Alter, au. Oder ganz, kannst du gar kein Feuer spucken. Okay, doch, du kannst es. Nee, kannst du nicht, oder? Alter. Oh, das ist aber uncool. Himmel, Arsch und Zwirn. Das Ding ist gefährlich. Das ist noch so ein Ding. Och nö. Muss man ja richtig aufpassen. Deine Mama, oh mein Gott. Bleib weg von mir. Ich habe Angst, dass das Ding mir wehtut. Au. Ja, Dauerfeuer hier, oder was? Ja, jetzt hängst du fest, du Scheiße, oder? Hast du davon? Oh oh. Alter, 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 hau ab. Ja, ich bin feige, ich weiß. Ist mir Schnuppe. Gefährlich. Großschild des Rebellen. Und da war das Vieh. Da. Mann, Mann, Mann. Hier war das Vieh die ganze Zeit. Naja, der Großschild des Rebellen jetzt. Lass mal gucken hier. Sieht man ja mal im Ladescreen. Oh, aber nur 70 leider, aber sehr hohe Resistenzen. Das Schild des Rebellen Reime. Reime und Wellstadt waren bekannt als die linke und die rechte Hand des Königs, bis sie in Streit gerieten und Reime als Verräter betrachtet wurde. Der schwarze Rabe wird zwar gemeinhin als der Bote des Todes verachtet, doch wer war er Reimens Lieblingsvogel? Alter, das heißt, Wellstadt ist hier gelandet, hier unten, in dieser Hölle hier. Gebossener roter Augapfel, okay. Eisenschlüssel. Oh. Das kennen wir ja schon. Das kennen wir schon. Der erste Riese hier. Mann, Mann, Mann. Das war was. Okay, hier ist dann ja gar nichts mehr. Dann bleibt uns ja wirklich nur noch der Drache hier zugesehen. Vielleicht habe ich ein, zwei Sachen vielleicht vergessen, aber so vom Prinzip her bleibt uns wirklich nur der Drache. Oh je, Leute. Den Drachen werde ich... Tut mir leid, den Drachen werde ich offscreen machen. So, weil sonst kriege ich hier einen Kollaps. Wir reisen noch einmal zusammen nach Majula. Gemeinsam. Das Königsrüstung, cool, ey. Ich habe immer noch diese Katzenschuhe an. Mann, Mann, Mann. Mein Ring reparieren. Dankeschön. So, jetzt darf ich meine Rüstung endlich wieder ändern. 64.1. Lieber dicke Handschuhe als einen dicken Helm. Ach, das gibt's doch nicht. So, was? Der wiegt gar nichts? Alter, ist ja nicht normal. So, kann ich vielleicht einen anderen Zauberstab benutzen? Ich bin bei... Nee, kann ich nicht, ne? 50. Alter, Alter. 50, okay. Das bedeutet, ich darf wirklich das hier noch nicht anziehen. Die wiegen genau gleich viel. Dann werde ich wahrscheinlich die Königsgemaschen tragen. Sind jetzt vom... Ja, hier. Vengals. Sind vom Schutz her dann besser. Gut, bin ich gepanzert.
Aber ich muss die vom Schmelzer-Dämon anziehen. Ich brauche eine hohe Feuerresistenz. Wichtig. So, was ist denn die höchste Feuerresistenz? 26? 28? 24? Okay, die 28er. Wo waren die denn? Nein, eine 27 ist auch okay. Aber ich will die 28er. Hier. Die Hexerhandschuhe, ehrlich? Dann kann ich aber auch einen Helm tragen, ne? 10, 12, 18, 15, 12, 19? Ich brauche, wie gesagt, eine hohe Feuerverteidigung. 24. Ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber besser als gar nichts. 20, 22, 33. 25. Ah, 33 ist das dann schon ein bisschen besser. Und besser als Vanguards Zeug geht gar nicht. Vom Gewicht her jetzt. Die vom Schmelzer-Dämon hätte ich gern. Aber damit nicht. Leider ein bisschen zu schwer. Habe ich Seelen? Tatsächlich habe ich eine Seele. Ich habe eine Estus-Flakonscherbe, Leute. Die könnte ich mal abgeben. Mann, schaue ich komisch aus. Okay, darf ich nicht weiter verstärken. Schade. Und es reicht nicht mal für ein Level, ey. Nein, ey, was mache ich denn jetzt? Scheibenkleister. Ich glaube, da muss ich die Handschuhe weglassen, oder? Die wiegen nur eins. Ah, das ist 300 Gramm drüber. So ein Schmarri. Wegen 300 Gramm, ehrlich? Kann ich was verstärken? Ne, den Bogen möchte ich. Den Bogen hätte ich dann verstärkt. Was? Oh, oder dich? Warte mal, jetzt habe ich gerade ein Schild mit so einer Feuerresistenz. Okay, und der hat 85. Müsste ich eigentlich den verbessern? Aber der braucht auch einen versteinerten Drachenknochen, ehrlich? Alter, das ist doch Betrug. Der hat allgemeine hohe Resistenz, der Königsschild, okay. Und der Bogen macht nur Schaden, braucht auch einen versteinerten Drachenknochen, ist doch nicht normal. Dann werde ich mir, glaube ich, ein Schild angeln. Auch wenn die Preuß niedriger ist um einiges. Aber ich, vielleicht auch die Rüstung, ich weiß es nicht. Kann ich gar nicht. Glitzerndes Titanit. Okay, hab's geschnallt. So, unser Schild hat 80. Der hat 85. Na komm. I'll be around. Dann bin ich auch nicht mehr überladen. Das ist der Vorteil. Und das schaut gut aus. Nicht schlecht. Okay. 64.1. Das war das... Echt? Hat nichts mehr Feuerresistenz? Da kommen 26. Wegen den zwei Punkten macht es jetzt auch nichts mehr aus. Aber hier, 33, da gab es auch nichts mehr. Alter, da ist doch Hopfen und Malz verloren. Aber der hat hier eine höhere Stoßresistenz. Jeder andere. Nee, doch nicht. Okay, der ist stärker. Nur Feuer lässt danach. Es geht aber immer ein bisschen ums Gewicht. Na komm, ich werde so rumlaufen. Hilft ja alles nichts. Hilft alles nichts, Leute. Ich könnte jetzt noch hier vom Schmelzer-Dämon den Helm. Genau. Oh, Leute. Oh, Leute. Na gut. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ich den Urdrachen besiegt habe. Und sag danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.